Name ist Michelle, ich bin 29 Jahre alt und bin geboren in Krems an der Donau. Okay. Erzähl uns was über deine Eltern. Mit meinen Eltern habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Ja, sie haben immer sehr viel gearbeitet, auch heute noch, damit es uns gut geht. Also, ja. Also alles in Ordnung mit den Eltern und mit dir? Alles in Ordnung mit den Eltern und mit mir, ja. Sehr schön. Gut, was waren so deine Erlebnisse aus deiner Kindheit? Irgendwas, was dich geprägt hat? Also ich denke, was mich geprägt hat oder was mich damals sehr verletzt hat, ist, dadurch meine Eltern sehr viel gearbeitet haben und auch selbst ein Lokal gehabt haben, also sie waren selbstständig, haben sie eben relativ viel gearbeitet, auch rund um die Uhr und hatten sehr wenig Zeit für mich. Okay. Und ich war sehr oft allein. Ich habe immer bei meiner Oma geschlafen, sie hat immer auf mich aufgepasst, als meine Eltern weniger Zeit hatten. Meine Oma war wie meine zweite Mutter. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Handyzeit gekommen ist. Und ich habe ihr meine Telefonnummer aufgeschrieben. Und sie, Michelle, so lange ist die Nummer. Und sie hat mich immer angerufen, wenn es Schnitzel oder Marillenknödel gab. Ja, zum Essen war ich natürlich immer da. Und 2010 ist sie dann gestorben. Es war die schlimmste Zeit für mich. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Meine Oma war nicht mehr da. Sie war einfach weg. Drück jetzt auf Stopp. Wie bist du damit umgegangen, dass du so oft alleine warst? Ja, als ich älter wurde, ja, habe ich das dann ziemlich in Alkohol getränkt und ja, als Kind in Essen, ja. Hallo, stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin Willi Ott, bin 38 Jahre alt, geboren in Krems an der Donau in Stein. Erzähl uns etwas über deine Eltern. Das ist meine Mama. Also die habe ich richtig geliebt, meine Mama. Ich war ein richtiges Mama-Kind. Hatte eigentlich eine richtig schöne Kindheit mit meinen zwei Schwestern, bis ich dann 3 Jahre alt war. Und dann ist meine Mama verstorben. Bei uns in der Familie war Alkohol immer ein Thema. Und die Mama war ja die große Liebe von Papa. Und ab diesem Zeitpunkt ist es eigentlich dann ganz steil bergab gegangen mit meinem Papa. Und ja, ab diesem Zeitpunkt, wenn wir dann noch klein waren, ist dann meine Schwester für die Mama eingetreten und auf mich aufpasst. Wie wir klein waren, hat sie auf mich aufgepasst und jetzt passe ich auf sie auf. Und diese fehlende Person einfach, wo du weißt, du kannst hingehen, wenn da was weh tut. Oder du brauchst wen zum Reden oder Unterstützung oder einfach wen, bei dem du dich aussudern kannst. Weißt? Das hast du nicht, dein ganzes Leben lang nicht. Gibt es irgendwelche Kindheitserinnerungen? Meine Tante hat da hinten gewohnt. Und ich wollte immer mit meinem Cousin, mit den anderen Jungs, wollte ich immer daher auf dem Spielplatz. Aber ich habe gewusst, die sind immer da hinten gewesen dann, ganz hinten. Haben sie immer geraucht und Blödsinn gemacht. Und wenn ich dann doch dazugekommen bin, habe ich einen Arschtritt bekommen und wurde wieder nach Hause geschickt. Aber das war schon
An diese Zeit kann ich mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Das ist unglaublich. Erzähl uns etwas aus der Zeit, wie die Volksschule bzw. der Kindergarten begonnen hat. Kindergarten? Ja, so viele Erinnerungen habe ich eigentlich nicht mehr. Ich habe meine jetzige beste Freundin damals im Kindergarten kennengelernt. Okay. Ja, und ich bin hingegangen und habe sie gefragt, das war so eine Lokomotive. You gave me. Und sie war der Schaffner. Und sie hat so eine Kappe aufgehabt, die hat man aufsetzen können. Ja. Und sie ist so im Zug gestanden, so düt düt. Und ich bin reingegangen und ich habe sie so gefragt, kann ich mitfahren und kann ich deine Freundin sein? Ja, mashallah, bis heute ist sie an meiner Seite. Okay. Wie war es dann, als du dann in der Volksschule warst? Warst du dann noch immer in Kontakt, so wie im Kindergarten oder wie? Wir waren immer. Bis heute. Ja. Also meistens habe ich bei ihr geschlafen. Wart ihr in derselben Klasse? Wir waren in derselben Klasse, ja. Alhamdulillah. Volksschule, Hauptschule, Wirtschaftsfachschule, wir waren überall gemeinsam. Sehr gut. Ja. Was waren so deine Erlebnisse in der Volksschule bzw. Hauptschule? Volksschule, ja, die ersten. Ich kann mich nur mehr an diesen guten Gang erinnern. Also war immer Wahnsinn, ja. Das ist die BMX-Bahn, da haben ich und meine beste Freundin die ganze Kindheit verbracht. Ja. Früher bin ich nicht so leicht draufgekommen. Und ja, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Mit dem Rad habe ich es nicht so oft geschafft, glaube ich. Damals waren die Hügel auch viel höher, muss ich auch sagen. Aber wir hatten immer viel Spaß und es war echt immer super. Wir haben immer Jause getauscht, alle untereinander. Ja. Das weiß ich auch noch. Aber sonst so, ja. Dritte oder vierte Volksschule hat es dann angefangen. Ich wurde immer gemobbt und gehänselt. Mhm. Also ich bin dann ziemlich dick geworden nach einer OP. Mhm. Ja. Okay, wie hast du das kompensiert? Das war sicher schrecklich für dich immer, dass du gehänselt worden bist. Ich bin gehänselt worden. Ich habe ausgeschaut wie ein Bub. Danke an meine Eltern. Sie haben mir eine Kurzhaarfrisur gemacht. Also das hat die Sache nicht besser gemacht. Und, ja, ich habe dann noch mehr gegessen und ich bin noch dicker geworden. Ja. Volksschule, Hauptschule. Okay. Warst sicher oft traurig. Ich war sehr oft traurig. Da habe ich einfach an alles gedacht, wenn es mir schlecht gegangen ist. Ich habe mich da hergesetzt, ich habe oft einen Block mitgenommen, einen Stift und bin oft von hell bis dunkel geworden ist, bin ich da gesessen. Ich habe über alles nachgedacht. Oder wenn ich traurig war, egal, ich bin immer da hergekommen. Und da waren keine Menschen, da war keiner, da war ich ganz allein. Und das hat mich einfach beruhigt. Und das hat mir wieder Kraft gegeben. Wie überwindet man diese Traurigkeit? Ja, eben Hauptschule, Volksschule isst du halt noch mehr. Und je älter ich geworden bin, habe ich es dann im Alkohol ertränkt, sich lebendig fühlen. Mhm. Ja. Dann bist du, wie gesagt, Hauptschule beendet. Und hast du dann noch einen Beruf erlernt oder hast du noch eine weiterführende Schule gemacht? Ich bin dann 2 Jahre in eine weiterführende Schule gegangen, in eine Klosterschule. Also es haben Nonnen unterrichtet und also die Direktorin war eine Nonne und es war in einem Kloster. Ja, ich war der Liebling der Klosterschwestern. Sarkasmus off.
Also meine wilde Zeit hat begonnen. Ich war damals so in der Punk-Szene. Bunte Haare, schwarz, noch schwärzer geschminkt als, ja, noch mehr geht nicht. Was heißt, du warst in der Punk-Szene? Weil du warst so gekleidet wie ein Punker. Ja. Okay, aber du warst nicht so irgendwie auf der Straße, hast Häuser besetzt, so wie andere Punker und so, oder? Nein, ich habe Häuser beschmiert. Ja, im Dorf. Na und, ich war bekannt. Ich war damals schon bekannt. Okay. Ja. Ja, ich habe meinen eigenen Namen draufgeschrieben. Das ist sehr schlau. Ja, dann hast du einen Beruf erlernt, nehme ich an, ne? Ich bin nicht Maler geworden. Auch wenn ich künstlerisch begabt war. Ja. Na, ich habe Textilfachreiniger gelernt, dadurch ich sehr schlecht dann in der Schule war. Ich habe die Schule sehr vernachlässigt, weil mir Party und Alkohol lieber war. Mhm. Und habe dann eben diesen Beruf erlernt. Und positiv und erfolgreich abgeschlossen. Natürlich. Alhamdulillah. Sehr gut. Ich wollte immer alles besser machen. Nach der Zeit, wie ich älter geworden bin, habe ich mich einfach geschämt für meine Vergangenheit, was ich alles gemacht habe, warum ich nichts erreicht habe, warum mir Alkohol und alles lieber war, statt dass ich mich einfach hingesetzt habe und gelernt habe. Ich war einfach traurig über meine eigenen Fehler. Und trotzdem bin ich immer wieder zurückgefallen. Weil ich einfach nicht die Kraft habe, dass Kraft gehabt habe, dass es selber ändert. Ja, und irgendwann war dann der Zeitpunkt, wie meine Mutter dann gestorben ist, dass mein Papa alles viel zu viel wurde. Der hat dann exzessiv zum Trinken begonnen. Konnte sich dann auch um uns nicht mehr kümmern und wir sind dann in ein Kinderheim gekommen. Nach Judenau, ich und meine zwei Schwestern. Und ja, war ich circa 4 Jahre alt. Und nach einem Jahr wurden wir dann direkt adoptiert von einer Pflegefamilie. Was soll ich sagen? Es ist einfach, du bist auf einmal in einer anderen Familie. Was aber, eigentlich hast du zu der überhaupt keinen Bezug und man versucht irgendwie zwanghaft dir die Liebe aufzudrücken. Natürlich, Alhamdulillah, wir haben alles gehabt, es war alles schön, aber es fehlt einfach die Liebe und der richtige Zugang zu den Eltern, der ist eben nicht da und das war schon sehr, sehr erdrückend oft. Und wie war die Zeit bei den Pflegeeltern für dich? Ja, es sind eben nicht die eigenen Eltern, es ist goldener Käfig, man spürt nicht die Liebe, die man sonst von den Eltern spürt. Das ist ganz was anderes, das musst du verstehen. Es ist so, als würdest du ein Lamborghini fahren wollen, aber du fährst Fiat. Ich glaube, wenn man das selbst nicht erlebt, kann man das nicht nachvollziehen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Das kann man einfach nicht erklären. Wie soll man das am besten erklären? Wenn du urplötzlich von deinen Eltern weggenommen wirst, obwohl du es gar nicht willst, als Kind, und du kommst weg von deinem Opa und von deinem ganzen Umfeld und auf einmal bist du in einem Kinderheim und auf einmal ein Jahr später, das ist ja für ein Kind ein Jahr ist ja gar nichts, bist du plötzlich bei anderen Menschen, die sich als deine Eltern ausgeben und sie versuchen liebevoll zu sein, aber es fühlt sich irgendwie so erzwungen an. Das ist so wie eine, das Ganze ist wie eine seelische Vergewaltigung eigentlich. Aber ich war dann im Kindergarten trotz allem und ja, habe dort auch sehr schnell Anschluss gefunden im Kindergarten. Okay, und dann ist die Volksschule gekommen, ne? Ja, dann ist die Volksschule gekommen. Da habe ich mich eh nicht so schlecht angestellt eigentlich. Gibt es nicht viel zum Erzählen. Also meine Handarbeitslehrerin war kein Fan von mir. So viel kann ich verraten, die hat dann irgendwann mir sogar den Mund zugeklebt. Ich habe das auch zu Hause erzählt und gesagt, die hat mir den Mund zugeklebt, komplett. Mit was? Mit so Klebestreifen, ne? Rundherum.
Und die Pflegeeltern haben gesagt, du bist ein schlimmer Bub. Mein Pflegevater war ja auch Lehrer in einer Musikhauptschule. Das hat es nicht besser gemacht. Und dann? Und dann? Kam es in den polytechnischen Lehrgang. Da habe ich dann eine Lehre gemacht. Also eine Schnupperwoche als Dachdecker und Spengler. Und danach ging es als Dachdecker und Spengler in die Lehre. Das hat ja dein Vater auch gemacht, oder? Das hat mein Vater auch gemacht. Ich wollte aber ursprünglich Kellner werden. Koch und Kellner. Aber meine Pflegeeltern waren der Meinung, nein, das ist keine gute Idee, da hast du zu leichten Zugang zum Alkohol. Was ist mein Vater? Dachdecker. Und so musste ich Dachdecker und Spengler lernen. Ja, wortlos. Wie es geschaut, das ist jetzt so süß. Genau. Ich hatte eine eigene Wohnung in Krems mit 18 und ja, da lebt man halt dann so, ne? Man feiert, man freut sich, dass man weg ist von zu Hause und dass du deine eigenen vier Wände hast und ja, hast du keine Vorschriften, lebst du wie du willst, gehst du feiern, am besten jeden Tag. Gehst du nicht mehr in die Arbeit? Ja. So kommt eins ins andere und du verlierst deine Arbeit. Und das ist natürlich ganz schlecht. Ja. Nach 6 Jahren in der gleichen Firma, also wo ich gelernt habe, bin ich dann gekündigt worden. Dann ist eigentlich richtig bergab gegangen. Ne? Ich war dann arbeitslos und ja. So wie im Fernsehen. Kennst du Hartz IV oder? Hartz aber herzlich. Wir leben im Gemeindebau oder so. So, ja. So, wenn ich jetzt zurückdenke, fühle ich mich echt so. In meinem Kühlschrank war nie was zu essen, immer nur Wein oder Bier. Das war wichtig für mich. Mhm. Und schon am besten in der Früh. Mhm. So war mein Leben. Ne? Ja. Ich habe dann dazwischen schon bitte noch im Verkauf gearbeitet, ne? So ist es. Okay. Und dann habe ich wieder angefangen in der Firma nebenbei. Ja, sie haben mich tatsächlich nochmal genommen. Ja, sie haben mir eine zweite Chance gegeben. Ich habe sie ja genutzt. Ich war richtig brav, ich habe viel gearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe eine Arbeit gekriegt, wo ich Verantwortung hat. Mhm. Da kamen natürlich auch die Zeiten von Facebook, Twitter, Instagram. Ja. Ja? Ja. Da hatte ich dann eine ganz bestimmte Person angeschrieben. Ja, schwarzes Sakko, weißes Hemd, rote Krawatte. Okay, du hast die Lehre fertig gemacht, oder? Nein, ich habe die Lehre abgebrochen frühzeitig. Es war aufgrund meines Verhaltens, meiner permanenten Schlägereien, nicht mehr tragbar bei den Pflegeeltern. Und meine Cousine hat mich dann aufgenommen, obwohl sie selber 7 Kinder hatte. Und sie wohnt in der Wachau in Spitz an der Donau und sie hat mich trotzdem wieder aufgenommen, beziehungsweise sie hat mich aufgenommen. Und letztendlich war ich dann, kann man sagen, zurück bei meiner richtigen Familie. Das war sicher schön, ne? Ja, das war unglaublich. Das wieder da Familie. Fühlt man sich auf einmal wieder richtig wie Familie. Okay, und wie ist dann weitergegangen? Was hast du dann gemacht? Ja, ich bin Bundesheer. Dann nach einem Jahr zum Bundesheer und wieder zurückgezogen in die Ortschaft, eine Wohnung genommen. Es gab einen Zwischenfall zwischen mir und dem Vermieter. Ich wollte ihn angeblich abstechen, wurde schuldig gesprochen und bin dann über die Bewährungshilfe nach Linz in eine Wohngruppe für jugendlich gewordene, straffällig gewordene Jugendliche. Okay, der schwerste Satz des Tages. Ja, man kann sagen, in Linz beginnt's, ne? In Linz beginnt's und genau so war's dort. Da hat deine Karriere begonnen, ne? Ja,
Nach 2 Monaten bin ich direkt rausgeflogen, weil ich einen Burschen dort Obdach gewährt habe, der was Hausverbot hatte. Ich bin rausgeflogen und bin mit dem Burschen direkt dann in ein Obdachlosenheim für Jugendliche. Und da musste man um 9 Uhr in der Früh raus und um 6 Uhr Abend konnte man wieder rein. Und da ging das Leben für mich dann so richtig exzessiv weiter. Weil plötzlich war ich frei, aber komplett frei. Aber zu sehr frei, ne? Das war zu viel frei. Also zu viel Freiheit ist dann auch nicht gut. So viel kann ich sagen. Und ja, aufgrund dessen, dass wir dann ja eh permanent besoffen waren und wir den ganzen Tag nur im Park waren, nach ein paar Wochen war ich auch Parkchef, habe mich die Macht an mich gerissen im Park. Die hat aber nicht lange gehalten, ich wurde dann abgelöst durch einen rechten Haken. Also hast du damals noch nicht so Kampfsport gemacht? Oder? Nein, ich war damals einfach nur ein Straßenkämpfer. Ich habe einfach gekämpft, wo es mir Spaß gemacht hat. Fertig. Also kann man sagen, Linz war eher so deine kriminelle Vergangenheit. Ja, genau. Da kann man sagen, also Linz war wirklich so die Phase in meinem Leben, wo ich nicht viel erreicht habe die ersten 5-6 Jahre. So kann man das eigentlich sagen, weil bin 2001 bin ich nach Linz und 2002 bin ich gleich das erste Mal im Knast gewesen. Und das ging dann so, ein Jahr raus, ein Jahr rein. Und 2006... bin ich dann Vater geworden. Ja, da habe ich eine Frau kennengelernt und das war ein gewolltes Kind. Aber die Beziehung hat auch nicht gehalten, weil ich eben wieder in den Knast gegangen bin. Und sie hat sich dann von mir getrennt, was für mich sehr schwer war, wenn man plötzlich im Knast ist. Aber man hat die Möglichkeit, zerbrechen oder stärker werden. Und dadurch, dass ich ein Kämpfer bin, habe ich mich dafür entschieden, stärker zu werden. Immerhin war es ja meine eigene Schuld. Ich war blöd und leichtsinnig. Und ja, aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es anders machen als damals. Aber es ist so, wie es ist. In einem Etablissement ins Arbeiten begonnen, als Kellner. Zuerst als Rausschmeißer und dann hat der Kellner gekündigt. Ich habe gesagt, ich kann auch kellnern, habe mich bewährt und bin dann auch Kellner geworden. Und ich war aber zu dieser Zeit sehr einsam, weil ich bin ja von Linz direkt nach St. Pölten gezogen, habe niemanden gekannt und war da ab und zu in Kontakt mit einem Mädel über Facebook. Und die war sehr, sehr interessant für mich. Und heute sind wir zusammen, sind verheiratet. Ich habe meine kleine Katze und einen kleinen Hund. Und sind. Maschallah. Ja? Ja. Nach all dem, was wir eigentlich erlebt haben, wir haben uns dann kennengelernt, ich habe dann ihre Eltern kennengelernt und irgendwann haben wir gesehen, dass es
irgendwie ein Weg ist, der was kein Ziel hat, in was wir gehen. Also wie habe ich letztens zu dir gesagt, man kann so sagen, wir waren zwei verlorene Seelen, die zusammengefunden haben. Oder? Ja, stimmt. Das stimmt allerdings. Na komm, ja. Also noch ganz vielen Höhen und Tiefen, oder? Mhm. Die, was wir immer gemeinsam gemeistert haben. Ja, genau. Und deine Familie hat mich auch so herzlich aufgenommen, als wären es meine eigenen Eltern. Das ist unglaublich. Also dein Papa, den möchte ich ja auf nichts auf dieser Welt missen. Ich habe meinen eigenen Papa schon verloren. Und dein Papa kennt ja sogar meinen Papa. So schließt sich der Kreis. Ne? Das ist ja auch unglaublich. Also, die Familie hat ja meine Onkel haben deine Eltern kennt. Genau, genau. Deine Eltern sind ja auch Raudes gewesen und meine Eltern auch und wir auch. Wir waren es auch. Ja. Und ja. Also wir haben ganz viel erlebt eigentlich. Ja, genau. Ich habe dann die Michelle als Kellnerin reingebracht. Geschäftsführer selbst war nicht fähig dazu, dass er Kellner auftreibt. Und somit warst du dann ein Teil des Teams, ne? Yeah. Also meine berufliche Veränderung ist dann gekommen, dank dir. Ja, sie war ja noch immer angestellt in der alten Firma und ich bin kurzerhand mit ihr hingefahren und hat mir rausgeholt. Sie wurde dort gekündigt. Ja. Ich bin dankbar für diese Erfahrung, aber es war ganz schön strange. Manchmal. Es war ganz schön strange, ja. Also wir hatten eine lustige, aber auch harte Zeit. Ja, so haben wir dann beschlossen, wir machen ein Kampfsportstudio. Genau. Und ziehen nach St. Pölten. Genau, das haben wir dann noch gemacht. Ne? Ja. Und da haben wir dann gesehen, es sind sehr viele, also fast ausschließlich nur Muslime bei uns gewesen, wie respektvoll die untereinander mit ihren Eltern umgehen und wie die Eltern respektvoll zu den Kindern sind. Und wie respektvoll sie uns behandelt haben. Auch umgekehrt natürlich. Und das hat uns schon sehr, sehr inspiriert. Ja. Ne? Und dadurch, ich hatte ja schon länger einen Bezug zum Islam. So wie in meiner letzten Haft habe ich ja den Islam eigentlich auch praktiziert, aber ich habe nie die Schahada ausgesprochen. Und das war im Gefängnis, wo ich auch keine guten Erfahrungen gemacht habe mit den Menschen. Und ich habe den Fehler gemacht, die Religion mit dem Menschen zu vergleichen. Das, was ja eigentlich sehr, sehr viele machen, und das ist der größte Fehler überhaupt. Der Islam an sich ist eine absolute friedliche Religion. Nur die Menschen selber sind nicht fehlerfrei. Ja, ja, nichtsdestotrotz, wir haben ja einen Hund und immer wenn du mit dem Hund spazieren gewesen bist, habe ich heimlich gebetet. Es war im Lockdown, ne? Es war im Lockdown. Lockdown 1. Lockdown 1. Ja? Im April. Im April. Und ich weiß es so genau, weil mein Papa da Geburtstag hat. Und er hat Freude. Und es ist dann so gewesen, dass ich dir irgendwann mal gesagt habe, weil immer wenn du mit dem Hund runter gewesen bist, habe ich gebetet. Da habe ich mich noch gar keine Gebetszeit. Ich bin bei dir gesessen auf der Couch und du hast zu mir gesagt, ich muss dir was sagen. Mhm. Und ich habe gesagt, was? Und du fühlst dich zum Islam hingezogen. Mhm. Und ich so, okay. Und ich so, okay. Und sag, und weiter? Und er, ja, immer wenn du mit dem Hund unten bist, bete ich. Und ich so, okay. Ja, wenn es dir gut tut. Ja. Dadurch, dass ich ja MMA-Kämpfer auch bin seit 2006 und hat mich das spirituell schon sehr, sehr stark gemacht, muss ich ehrlich sagen. Auch im Knast hat es mich, es war eine schwierige Zeit im Knast, 3,5 Jahre, hat mich das so über den Berg gebracht. Ja, ich habe dir dann immer zugeschaut. Ja, ja, ja. Und dann, ich habe gemerkt, wie positiv du dich veränderst. Mhm. Und wie freundlich du geworden bist. Sicher. Mhm. Siehst du? Ja.
Ja, es war ja dann so, dass du irgendwann dann auch gesagt hast, nachdem ich die Schahada aufgesprochen habe, hast du gesagt, ich will auch die Schahada sagen. Also dadurch, ich dann gesehen habe, wie du die positiv veränderst und so, habe ich mir dann gedacht, das kann ja nichts Schlechtes sein, was? Ja. Und was passiert da mit meinem Mann? Mhm. Also damals nur mein Freund, aber was passiert da mit dem? Und dann habe ich, du hast dir ganz viele Bücher geschickt gekriegt, ne? Ja. Auch von Frauen im Islam und so. Ja, genau. Und dann habe ich angefangen, eben die Bücher zu lesen, die dünnen, über Frauen im Islam und so. Und dann habe ich gesehen, wow, wie schön die Religion eigentlich ist. Also ist es eigentlich gar nicht so, wie man denkt, Frauen werden unterdrückt und gezwungen und... Ja. Darum habe ich es ja eigentlich gelesen, weißt du, weil ich mir gedacht habe, ja super. Wirklich. Anfang habe ich mir gedacht, na boom, was kommt auf mich zu? Ja. Und dann habe ich das gelesen und ich habe mir gedacht, boah, urschön. Und dann habe ich mich auch hingezogen gefühlt und dann, da war Ramadan. Und dann war unser erstes gemeinsames Gebet und da hast du geheult wie ein Neugeborenes, also das war ja wirklich abnormal. Da habe ich das erste Mal gesehen, was das Gebet, was diese Religion mit Menschen machen kann, wie sensibel das ist. Ne? Ja? War schon inspirierend für mich. Das ist ja richtig schön, ja. Wenn wir gemeinsam beten, so ist das schön. Obwohl du noch gar nicht die Schahada aufgesprochen hast, hast du gesagt, na, du machst auch den Ramadan. Genau. Genau so war das. Und wir waren bei Familien eingeladen und so, und die, da bin ich noch nicht konvertiert. Ja. Die haben mich alle gefragt. Ja. Und ich weiß noch, wie ich dann irgendwann nach Hause gekommen bin und du bist da gestanden mit so einem Turban. Mit Turban, das ist ja. Ja. Und. Was waren deine Worte so? Mascha. Dass das Grinsen gar nicht mehr rausgekriegt. Das war unglaublich für mich. Das war wirklich unglaublich. Ich habe mir dann die Frauen immer angeschaut, ne? Auf der Straße, überall. Und ich habe mir gedacht, ja, irgendwie ist das schön. Und wenn man dann den Hintergrund auch weiß, warum man das macht, genau. Dann habe ich mir gedacht, boah, urschön. Und dann habe ich YouTube-Videos geschaut und dann habe ich mir gedacht, okay, dadurch ich eh immer so mit Mode und so interessiert war. Ich weiß ja noch, wie dein Vater zu mir gesagt hat vorher, wenn meine Tochter irgendwann Kopftuch trägt, dann hänge ich dich auf. Nee, das schieße ich beide. Ich das schieße ich beide. Mich auch. Ja, aber vorher noch, du hast ihn ja angerufen, den Papa mal, hast du gesagt, ja, dass ich konvertiert bin, ne? Ja, warum habe ich das erzählt? Weil wir haben gegrillt zu meinem Papa sein Geburtstag. Ja. Und wir haben sie ein paar Tage vorher hat die Mama angerufen und du hast da Rippau gewünscht zu essen. Mhm. Und sie hat extra Rippau gekauft und alles und Bier und so. Mhm. Und natürlich war das Schweinerippau. Ja. Ist halt so, ne? Und ich habe dann schon gewusst, dass du konvertierst. Und ich habe die Mama angerufen. Genau. Und da habe ich gesagt, Mama, bitte schreckt euch nicht. Aber der Willi wird kein Schweinefleisch mehr essen und kein Bier mehr trinken. Ja, genau. Und ich hab dann sie so, okay, kann man schon denken, was passiert. Ja. Ja. Und dann sind wir hingefahren. Dann sind wir hingefahren und dein Papa ist hinten im Garten gesessen. Ganz traurig. Ganz traurig. Er ist im Sessel drin gehängt, wie ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft im WM-Finale 6-0 hinten ist. So. Ganz betrübt. Ganz, ganz fertig. Der war einen halben Meter kleiner. Als sonst, obwohl er ist sonst schon so klein ist. Und bin hingegangen zu ihm und sage, hallo Erwin. Sagt er, servus. Ja, Erwin, lass uns reden. Du weißt das ja bestimmt schon. Ja, ich habe eine Vermutung. Hey, Erwin, schau, ich bin jetzt Muslim. Stolzer Muslim, Handel. Sagt er, okay. Ja, und dann haben wir 1,5 Stunden lang geredet. Ihr seid so lange hinten alleine gesessen. Und nach 1,5 Stunden haben wir sich umarmt, hat er gesagt, aber pass auf meine Tochter auf. Mascha. Ja, ich habe es ihm versprochen und gesagt, ich werde immer auf deine Tochter aufpassen, egal was kommt. Ja, warum? Weil er Angst hat, ne? Natürlich. Hat, weil er Adin, die
das Land nur kennt von eben diesen Terroristen. Und so, nur von den Medien, ne? Medien halt so, ja. Es war dann auf alle Fälle so, dass er dann auf der Couch gelegt hat, wenn meine Tochter Kopftuch trägt, erschieße ich euch beide. Ein Monat später sind wir zu ihm gefahren, zu deinen Eltern. Ich habe mich auf die Couch gesetzt zu ihm. Du hast doch unten gewartet. Du bist doch nicht gleich aufgekommen. Ja, ich weiß das noch wie heute. Und ich schaue ihn an und sage, Erwin, ich muss mit dir reden. Ja, oh je. Was ist los? Ich, deine Tochter dreht Kopftuch. Und genau in dem Moment kommst du rein und er so, eh gut aus, ne? Sagt er. Und ich sag, naja, aber du hast gesagt, du erschießt uns beide. Ja, sie macht's ja freiwillig, oder? Ja, natürlich. Sagt er, dann ist okay, außerdem schaut sie super aus. Ja. Also sie waren positiv überrascht eigentlich, gell? Ja. Weil es mir so gut passt. Ich meine, wir müssen euch sagen, nachdem wir ihnen gesagt haben, dass wir konvertiert sind, haben sie sich ja zwei Tage lang für eine IS-Serie auf Sky angeschaut. Kalifat, auf Netflix. Auf Netflix, Kalifat. Ja, weil du hast ja mal gesagt, schaut sich die an. Naja, die waren fix und fertig. Und wann haben sie, um 3 in der Früh haben sie uns angerufen. Macht sie das eh nicht? Ja, ganz verrehrt was. Die hatten richtig Angst. Die haben geglaubt, wir gehen auf die radikale Schiene. Ja. Hatte eh jeder geglaubt. Ich glaube, glauben auch heute noch viele, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, jeder, der was draußen in der Bar rumläuft und Kopftuch ist so radikal in den Augen der Gesellschaft. Egal, uns geht's ja gut. Alhamdulillah. Ja. So ist es, ne? So ist es, und ja. Am 30. Mai war dann unsere Nika in Dreiskirchen. In der Moschee. In der Moschee, das war wirklich fantastisch. Das war so schön. Ja, das war wirklich traumhaft. Und wir haben als Hochzeitsgeschenk bekommen, die kleine Umma-Reise. Ja. Wie fühlst du dich jetzt als Muslim? Also ich kann sagen, mein Leben war immer bestimmend von Selbstzweifel und kein Selbstwertgefühl, kein Selbstbewusstsein und kein Plan und du lebst halt einfach und ja, du fühlst dich einfach komisch und halt gerade als Frau, dass du Aufmerksamkeit oder so, dass du deinen Traum noch findest oder so. Du rennst aufreizend herum, schminkst dich extrem und schaust immer mehr. Mein größter Komplex war immer meine Haare, du weißt was. Immer Extensions, immer, dass ja alles passt und wenn die Haare nicht passen, ich gehe nicht aus, sondern du weißt das eh. Und ja, seit ich Muslimin bin, ich weiß nicht, wie ich das Kopftuch aufgesetzt, wie ich da allein daheim war, also den Turban damals, ich bin den Turban angefangen und auf jeden Fall, ich habe das aufgesetzt und gefunden. Und ich habe mich gefühlt, wie wenn das ist, was ich immer gesucht habe. Das Richtige, ne? Also auf einmal habe ich mich, du weißt es noch, wie ich gestrahlt habe am Anfang und wie happy und das war einfach aber so. Jetzt nicht mehr. Oh ja, aber wie ganz am Anfang, ich würde das erklären, wie ich mich gefühlt habe. Also es war, ich bin rausgegangen und ich habe mich sofort wohl gefühlt. Nein, nicht so, oh mein Gott, schaut da jetzt irgendwer so. Nein, ich wollte es der ganzen Welt sagen. Weil ich einfach, ja, das war einfach, das ist mir immer schön, natürlich, meine ich das so. Aber damals, das war. Ja. Ich wollte das gar nicht mehr runtergeben. Nein, ich bin daheim auch sogar da. Ja, ja, nie wollte ich das runtergeben. Aber du schaust wirklich hinreißend aus. Ja, alle, die konvertieren oder es vorhaben zu konvertieren und die Leute machen Druck, Herzen drauf, geht es euch ein eigenes. Kommt halt klar an und man merkt den eh immer wieder selber, das passt. Ja, genau. Und dann gehst du eh immer einen Schritt weiter. Ja, was waren so deine positivsten Erlebnisse eigentlich, seit du konvertiert bist? Mein positivstes Erlebnis und mein bestes Highlight, seit wir konvertiert sind, ist unsere Hochzeit. Und dass du so ein guter Mann geworden bist. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala leitet dich wie eine Taschentücher da. Geh mit Taschentücher da. Ja.
aber jetzt bist du so geduldig und so friedlich und ja. Man kann immer streiten mit dir. Ja, das stimmt. Ja, für mich war auch das Top-Erlebnis die Mika. Ja, Freitagsgebet, das erste Freitagsgebet mit Burak. Ramadan war so das Beste. Ramadan war das beste Monat. Schau, als Außenstehender habe ich ja immer geglaubt, Ramadan ist nur Fasten. Die essen und trinken nichts, das war so meine Meinung. Aber dass Ramadan so ein großes Fest ist, mit so viel Freude, mit so viel Liebe, Zusammentreffen und alles Mögliche, alles was zusammengehört, das ist unglaublich. Das verbindet die Gemeinschaft so extrem. Und das war auch eines der großen Erlebnisse von die Iftar war, die dann Tarhan da war, Malbek Taisumov war da, Beton, Karbulut, Fatih, Mojo, was ich, alles gute Brüder waren da. Und war ich auch eingeladen. Und unglaublich eigentlich. Ne? Das war auch. Wirklich wunderschön. Was geht's dir seitdem? Besser. Ich fühle mich vollständiger und freier. Weil ich hatte ja schon länger das Gefühl, ich fühle mich einfach hingezogen zu dieser Religion. Es ist für mich wie ein Brennen gewesen. Ich muss es rausschreien, dass die Leute wissen, dass ich mich davon befreien kann, dass sie wissen, ich bin ein Muslim. Also wir sind euch wirklich sehr dankbar. Ja. Danke, dass wir so akzeptiert werden. Und an dem halten wir eigentlich fest. Und das zeigt uns, dass es auch noch das Gute auf dieser Welt gibt. Das ist schön. Wir sind ein Teil davon. Ich glaube, wir haben uns und ich bin dankbar, dass du das gemacht hast. Meine erste schlimme Erfahrung als Muslimin war, als ich von meiner Arbeit gekündigt worden bin aufgrund meines Hijabs. Aber es steht geschrieben, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, inshallah. You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know why. Sag das nochmal. I should be so lonely. Das den Tag spürst du überstehen. When I close my eyes, imagined you're mine. Shadow Allah Allah Ilaha Ilaha Illa Illa Allah Allah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulu Allah Allah. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu akbar.